Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Hitman 2. Wir sind heute in Santa Fortuna unterwegs und werden uns heute mal ein bisschen das Herrenhaus angucken, glaube ich. Besonders interessiert mich, wo sich da ein explosives Paket vielleicht befindet und wie wir Rico Delgado ausschalten können. Mal schauen. Das ist unsere Ausgangssituation hier. Und dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Einbrechen kann man ja über so ein Baugerüst und so weiter und so fort. Da müssen wir mal schauen, wie erfolgversprechend das ist. Ich denke, da kann man sich schon, also reinschmuggeln auf jeden Fall. Und ob wir da ein vernünftiges Kostüm bekommen, müssen wir mal schauen. Also so eine komplette Tour, naja, warum nicht? Also eine komplette Tour des Hauses werden wir heute gar nicht machen können, denke ich. Weil das ein Grundstück, glaube ich, relativ groß ist. Aber vielleicht können wir uns ein, zwei Dinge mitnehmen. Wo ist unsere Schaufel hingeflogen? Ich habe doch da hochgeworfen. Die ist ja auch nicht abgeprallt, oder? Andererseits hat auch niemand die Schaufel gehört. Die, ach, da unten ist sie. So, da ist ein Gärtner. Hier ist eine Hütte. Da sind zwei Typen drin. Die stehen beide mit dem Rücken zur Tür da hinten. Mal sehen, ob ich hier irgendwie durchkomme. Ja, sieht so aus. Mega unauffällig mit der Schaufel. Das Lustige ist halt, wenn ich die einfach so erwürgt hätte, dann hätten die Lärm gemacht. Aber mit der Schaufel kann ich die halt scheinbar einfach so erschlagen. Ich dachte, hier gäbe es vielleicht auch ein Sicherheitssystem schon drin, aber ja, das wäre dann wahrscheinlich zu einfach. Dose nehmen wir mit oder Schrotflinte nehmen wir. Obwohl, eine Schrotflinte bin ich gar nicht so ein Fan von. Ich nehme lieber ein paar kleine Waffen mit. Kann man genauso gut irgendwo platzieren. Das ist eine Kokslinie. Sind die Leute, die meine Verkleidung durchschauen. Hier ist ein Whirlpool. Okay, hier drin ist easy. In the pen. Can't believe he's so big now. Not to mention the fact that Rico still visits him. He usually loses interest in things so quickly. I think it's a travesty the way they've been treating that animal. Did you know they fed a dead body for a long time and now it won't come out of its hole unless someone brings it meat? I know Rico loves that thing to death, but still. Sure, that's gross. But still, I think it's cute Rico's so attached to it. He even hired a guy to come talk to it to make it feel better. I saw him earlier over by the pen. He just freaks me out. Rico Delgado Sams Flusspferd Miro ist krank. Delgado hat schon alles Mögliche versucht, damit es ihm besser geht, aber nichts hat gewirkt.
Jetzt greift er zu richtig abgehobenen Mitteln und hat einen Flusspferdeflüsterer angeheuert, der gerade versucht, eine Verbindung zu dem Tier aufzubauen. Aha. This baseball bat was for a long time my signature weapon. As a young man, I worked as an enforcer for the traitorous Moreno cartel, and the bat was used as a persuasion tool while collecting evidences. Later, when I decided to leave the Morenos, it was used one last time on my old boss. After that, the aptly named Head Splitter was retired. Mm-hmm. El Guapa, die Schöne. Sehr gut, danke. I adopted Miho the hippo after his mother was shot by local poachers. You're making me feel very uncomfortable. Can you just go away? Playful and kind, the hippo is loved by everyone in the Delgado Mansion and surrounding compound. Da geht's da hinten zum Nilpferd. Ich sollte das mal rausfinden bei Gelegenheit. Wo wohnt das Flusspferd? Da gibt es auf jeden Fall ein Schnellboot. Das heißt, da hinten geht es zur Coca-Plantage. Das ist, glaube ich, Rico Delgado im blauen Anzug. Ja, sieht aus wie er. Da hinten könnte das Flusspferd wohnen. Vielleicht suchen wir uns erstmal eine Kellertreppe. Küche. Vielleicht finden wir hier ein Brechmittel oder sowas. Oh, oder Fleisch für das Nilpferd. Oder eine Kokosnuss. Lecker, lecker. Kann uns als Koch verkleiden. Okay, ein fleischiger Knochen. Keine Ahnung, ob der uns hilft. Wo ist denn hier der interessante Teil des Kellers? Hier. Oha. Zum letzten Mal habe ich so viel Bargeld in Payday 2 gesehen. Ein Unfallbericht und... tödliches Gift. Fein. Ein Unfallbericht, der einen Zwischenfall beschreibt, bei dem ein Ingenieur im Testbetrieb des kleinen U-Boots verletzt wurde. Der Bericht schließt damit, dass die Verletzungen sehr viel schlimmer gewesen wären, wenn der Aufbau des U-Boots komplett versagt hätte. Es wird empfohlen, einen Motorabregler einzubauen, damit die Vibrationen des laufenden Motors den Aufbau nicht zusammenbrechen lassen. Ach ja, die haben ja auch irgendwo eine U-Boot-Werft, ne? Aber eigentlich interessiere ich mich ja für so ein explosives Paket. Mal gucken, wenn er weg ist. Schauen wir uns mal auf der anderen Seite um. Oh, okay. They never would have made it into the country without my help. You know how difficult it is to fake entry permits in the US these days? Oh, hello. I have a cousin living there.
everybody, all those people Rico's friend wanted to get to Colorado. I spent 3 weeks creating. Habe ich noch irgendwas zum Leute K.O. hauen? Documents, hacking databases, performing low-level hypnosis on them. Rose almost blew it at the airport, of course. That man was more neurotic than Sigmund Freud. Hypnosis? Really? Of course. Creating the identity on paper and in databases is only half the work. The recipient needs to live the new identity long enough to fool the authorities. Hypnosis helps them get into character. Huh. Franco's been suggesting that he can achieve the same with low doses of LSD. But trials on volunteers hasn't exactly been successful. So that was what all the screaming was about. Yeah. Becoming someone else isn't for everyone. Okay, Interesse überhaupt. Eklig. Ja, vielleicht kann ich mich als Fälscher verkleiden. Er scheint so eine Art Identitätsfälscher zu sein. Ah, kann ich nicht. Schade. Na gut, dann halt nicht. Zettel. Eine Safe-Kombination. Die Kombination für den Safe des Fälschers. Das wäre dann dieser dort. Ja, der fälscht tatsächlich Identitäten. Schauen wir mal rein. Piep, piep. Brief vom Paket. Jackpot. Genau danach haben wir doch gesucht. Also, der Raum hier ist super nützlich. Wir haben Kameras ausgeschaltet. Wir haben das Paket gefunden. Und jetzt... Ups. Werden wir mal sehen, dass wir uns als U-Boot-Flüsterer, wollte ich schon sagen, als Flusspferd-Flüsterer natürlich hier betätigen. Aber wo ist denn der Ausgang? Hier nicht. Oh Mann, wo bin ich denn runtergekommen hier? Ja, nee. Das ist nicht die Treppe, die ich runtergenommen habe. Aber die funktioniert bestimmt auch. Ach doch, ich bin sogar schon auf der richtigen Seite des Hauses. Drüben von dem Typen nicht erwischen lassen. So, wo wohnt denn das Flusspferd? Da hinten. Das sieht doch gut aus. Ah, da komme ich an den beiden Typen vorbei. Hey, don't think you can just sneak out, Batman. Kann ich die irgendwo verstecken? Scheinbar nicht. Dann gehe ich einfach hier so vorbei, würde ich sagen. Wo ist denn der Flusspferd-Flüsterer? Ach, hier, direkt unter uns. Mhm. Nee, gehen wir mal hier so lang, bitte. Huh? Huh? What was that sound? Tja, wenn man das wüsste. Come on. So, leider kann ich den hier nicht verstecken. Also so in der Kiste oder sowas. Das wäre natürlich unheimlich praktisch, wenn ich jetzt hier komplett unauffällig. Jo. Aber vielleicht gibt es da unten irgendwo eine Kiste. Ich schätze mal, den Wachmann müssen wir sowieso loswerden.
Was denn das hier für eine geile Tempelanlage? Da ist eine Kiste. Und weit und breit niemand zu sehen. Wenn das nicht mal ideal ist, um hier was... Ah, da ist auch noch eine Kiste. Um hier was vorzubereiten. Ein Küchenmesser. Notizen zum Flusspferdverhalten. Ich hätte ihn noch reinschubsen können. So, dann werde ich mal den Flusspferdeflüsterer auch hier irgendwie entsorgen. Ich hau die dann ausnahmsweise mal gleich K.O. Ja gut, das wusste ich nicht. So, schnell, 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 schnell. Diesen Tod, den kann ich nicht mehr verpetzen. Okay, alles wieder gut. Alles wieder gut. Gut, okay, die habe ich halt aus Versehen jetzt getötet. Upsi. Ja, trag die mal weg. Ich schaue mir inzwischen diese Notizen hier an. Ein Notizbuch voller Einzelheiten zu Rico Delgados zahmem Flusspferd und dessen Verhalten in der letzten Zeit. Delgado hat das Flusspferd mit reichlich Fleisch gefüttert und laut den Notizen hat es zu den Verhaltensveränderungen geführt. Jetzt bleibt das Tier lieber für sich und lässt sich nur mit Fleisch anlocken. Die Notizen kommen zu dem Schluss, dass anscheinend irgendeine Abhängigkeit entwickelt hat. Das hörte sich vorhin tatsächlich so an im Gespräch der beiden Haushälterinnen. Da schwimmt ein Schuh drin. Eine Melone. Da sind ein paar Knochen. Noch ein Schuh. Ja, blöd, dass mich da einer beim Leiche rumzerren gesehen hat. Hätte ich die mal liegen gelassen vielleicht. Wo bringt er denn die Leichen jetzt hin, sag mal? Ach, direkt hier einfach so. Da ist eine Tür mit Codeschloss. Ja, da gibt es unten, doch, hier gibt es noch was. Oh, hey. Ja, keine Ahnung, wo ich hier gelandet bin.
Das ist eine Kiste. Hinten ist Dschungel. Offenbar ganz gut versteckt. Das ist an der Baustelle, ne? Ja, das ist an der Baustelle, okay. Das merken wir uns mal. Okay, er ist auch weg. So, dann schauen wir mal, ob ich mit Rico Delgado reden kann irgendwie. Ich bin hier mega unauffällig auf jeden Fall. Das ist schön. Wo ist denn der Typ? Ach, irgendwo oben in seinem Büro oder so? Oh, nicht gut. Da darf ich nicht sein. Okay, da muss ich warten, bis er runterkommt scheinbar. Ah, schade. Da ist er. Na, perfekt. Jo, gemütlich ist hier. Irgendwie sehen die ein bisschen schlecht modelliert aus. How's he doing? The animal has emerged from the enclosure. He looks healthy and is acting like any other hippo I've ever been around. Oh, meet me there now. Once, when Miko was just a youngster, you know, I executed a man for stealing a watch from him. It was my uncle Fernando's old watch, and it was priceless to me, you know. So, anyway. By sheer accident, his body, it fell into the river. And then, as if he read my mind, Mijo dove under the surface of the water. And when he came back up, there, in his mouth, was the watch. Arm still attached to it and everything. Oh, man. Oh, that hippo is something special. Mm-hmm. So, da sind ja jetzt 0 Wachen. Hier kann man noch einen Frosch fangen, wenn man es drauf anlegt. Wenn Miro halt echt nur Fleisch frisst. Schauen wir doch mal. Vorhin den Leibwächter konnten wir ja schubsen. Achso, er hat die Waffe gefunden. Na gut. Oh, Sportwagenschlüssel, schön. So, kann ich ihn hier rüber schubsen? Rico Delgado has been eliminated. Nicely done. Na, Fütterungszeit fürs Flusspferd. Okay, schön. Ja, geht so gut so. Ich wollte mal ausprobieren. Kann ich das Flusspferd hier damit glücklich machen? Ja, scheinbar schon. Okay, weg ist es. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen hier erstmal wieder. Wir müssen uns ja noch um 2 Leute kümmern. Das Haus untersuchen wir irgendwann anders nochmal. Der Gärtner beschaut uns. Das ist ein krasser Gärtner. Ups. Und dann können wir bei Gelegenheit. Hector Delgado wrote for Martinez. Huh? Hey, you got no business around here. Just take off, okay?
Da können wir irgendwie mit dem Sportwagen abhauen von ihm. Wo steht denn hier ein Sportwagen? Ah, nicht mit El Guapa, oder? So, mal sehen, wie unauffällig wir im Dorf sind und wo wir überall Zutritt haben. Dann könnte es nämlich mehr oder weniger einfach werden, auf jeden Fall. Der guten Frau das Paket unterzuschmuggeln. Es gibt nämlich ein Achievement. Da müssen wir es in ihre Paketablage, in ihre Postablage tun. Da wissen wir auch schon, wo die ist. Yeah, that's not gonna work, buddy. Nee? Hm. Hätte er sein können. So, dann brauche ich erstmal hier irgendwie eine Uniform. Oder brauche ich überhaupt eine Uniform? Hier gibt es irgendwie keinen Weg hoch, ne? Also direkt zum Haus, meine ich. Wenn ich hier rüber klettere, dann sind die Wachen bestimmt relativ wenig begeistert, könnte ich mir vorstellen. Hier gibt es auch noch so eklige Knochen. Mach auch an. So, aufpassen, hier gibt es nämlich eine Patrouille irgendwie. Und in die sollten wir halt irgendwie nicht reinrennen, finde ich. So. Ich habe immer noch die gleichen Stiefel an, ne? Wie eben. Na gut, gut, danke. Und euch so. Hier gibt es nämlich jede Menge. Ach, das ist ein Mülleimer. Pakete und sowas. So, die Postablage ist direkt hier oben, allerdings am anderen Fenster, denke ich. Da ist er. Holy men having to perform God knows what rituals. Everything Paula, let's go make that. So, habe ich jetzt hier irgendwie noch einen Zünder? Ja. Yes, ma'am. Nee, nicht nach unten.
Hier oben, da ist was am Posteingang. Mist. Okay, also das hat schon mal nicht so richtig geil geklappt. Vielleicht geht's ja einfach gleich wieder hoch. Mr. Lopez, this is Andrea Martinez from the Delgado Foundation calling. We spoke on the phone earlier in the week. That's right, the treatment plant. The foundation is underway, and I'd like to get some movement on the above ground construction. You told me you had the resources to deal with this as a contractor. Is that still the case? Excellent. We will need to have parts shipped in from all over the country and assembled on site. As I mentioned, the government takes an unfair interest in our work because we have refused to play ball and hand out bribes. Hence, we need to keep this one off the books. Mr. Delgado will be very pleased to hear that. I'll have my assistant draw up the relevant paperwork. Thank you, Mr. Lopez. Okay. Hallo? Geh doch bitte noch mal nach oben. Nicht ins Dorf. Das habe ich befürchtet. Jetzt geht die Olle nämlich echt noch mal ins Dorf. Wo sie doch eigentlich ihren Posteingang mal checken sollte. So, das Ziel wurde isoliert. Wohin wurde sie denn gebracht? Sie ist im Garten. Mal sehen, vielleicht ändert sie dann ihren Plan. Oder das Ganze kostet uns einfach nur einen Haufen Zeit. Und eine Kokosnuss. Okay, die finden aber nichts. Das ist schon mal sehr gut. Ist sie oben auf der Terrasse? Ja. How are we looking? Are we good? Don't worry. No one's getting past me. Wow. Okay. It looks like we're safe. Estamos bien. Thank you. God, I thought I was going to die. Nee, alles gut. Ah, du könntest jetzt mal deinen Posteingang checken, finde ich. So, wir warten, bis die Tür zu ist. Hopp. Oh, ein Paket. Dann sieh mal einer an. Dann hatte das ja doch was Gutes. Martinez is down. Good work. So, Zeit abzuhauen von hier. Get your ass in gear. Ja, ich bin schon dabei. Ich gehe Hilfe holen. So. Okay, das war auch ziemlich cool. Ja, Jorge, um den müssen wir uns noch kümmern. Und ich habe noch keinen Plan, wie wir das am günstigsten machen. Ich glaube, ich verkleide mich einfach wie als Flusspferd, Flüsterer.
Dann habe ich heute leider keinen richtig geilen Tod für Jorge. Aber so richtig unauffällig war ich eh nicht. Von daher machen wir das einfach easy, würde ich sagen. Und dann hauen wir mal mit dem Sportwagen heute ab. Da ist die Patrouille, von der ich vorhin gesprochen habe. Und wieso steht er da? So, gehe ich mal hier so ein bisschen um die Ecke. So, hier gab es doch irgendwo auch einen Eingang. Achso, aber der ist ganz da hinten irgendwo. Ja, nee, nee. Dann gehen wir gleich hier lang. Das ist kürzer in dem Moment. Und dann müssen wir mal gucken. Jorge? Ein Kopfschuss vielleicht oder so? Verkleidung, da nützt uns gar nichts. So, wo ist unser Freund Jorge? Er ist doch Jorge, oder? Ja, Jorge Franco. Noch ein Treibholzstamm. Sagt eine Karte, wo der Mann sich rumtreibt. Ach, der ist hier direkt am Botaniklabor. Go see what that was. Oh yeah, I get it. Und da ist gerade noch eine blöde Patrouille. Ansonsten wäre es jetzt gerade voll günstig gewesen, ihn zu erledigen. Waste of our time. We've never seen anything quite as terrible as this. What is he thinking? Not worth our time. I used to have these nightmares with this dog. Ach, Mist. All targets neutralized. This should paralyze the cartel. Excellent work, 47. Now head for an exit. Hey,
Oh. ¿Qué es esto? Nichts, nichts. No lo creo. Oh ne, 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 ne. Nicht gut. Fuck. Da ist der Sportwagen. Sprint! Ach, das ist der langsamste Sprint, den ich jemals gesehen habe. Und tschüss! War eine knappe Piste. Also, vorsichtig war ich heute echt nicht, ne? Also, für ein bisschen Erkunden und so war eigentlich ganz okay, finde ich. So, weiter geht's. Ja, das mit dem Liebesbrief hatte ich mal anders mal rausgefunden, als ich hier ein bisschen rumgespielt habe. Da ich die Mission allerdings nicht beendet. So, mal sehen. Kommen wir bis auf Stufe 16? Das wäre total cool. Dann können wir nämlich als U-Boot-Ingenieur starten. Schaffen wir nicht. Dumm gelaufen. So, entdecken Sie Santa Fortuna. Okay, cool. Auf Amos Spuren den Liebesbrief finden von Hector Delgado. Amos langer Finger, Hector Delgado den Brief geben, zeige ich euch mal irgendwann. Dem Wind im Haar ist, glaube ich, entkommen mit dem Sportwagen. Fütterungszeit. Rico Delgado an das Flusspferd verfüttern. Speziallieferung, ah, das war das Paket. Und eine kurze Geschichte, ist Rico Delgado sich da alle Audio-Logs im Museum anhören. Ja, wie gesagt, unauffällig. War ich echt nicht. Immerhin gibt es keine Kameraaufnahmen von mir. Da bin ich ja schon mal echt froh. So, weiter hier. Agentur-Pickup, Kuckerfelder. Aha. Oh, den RFID-Zündersprengsatz haben wir. Das ist natürlich geil. Ja, und dann machen wir beim nächsten Mal die Geisterjagd. Vielleicht kann ich da ein bisschen unauffälliger sein. Ich hoffe es. Wäre mal wieder an der Zeit, hier ein bisschen unauffällig durchzugehen. Aber in neuen Gebieten immer unauffällig zu sein zu 100%. Schwierig, schwierig, schwierig. Gut, für heute war es das auf jeden Fall, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.